niemand zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Art von Umgebung für die Schultes doch etwas ungewöhnlich ist. Habe ich Sie beauftragt, sich das vorzustellen? Nein, natürlich nicht. Bist du jetzt eigentlich eher meine Mutter oder meine Tante? Weder noch. Noch bin ich gar nichts. Aber nachdem ich deine Bilder gesehen habe, fühle ich mich dir irgendwie... Verwandt? Verwandt. Ja, im Geiste vielleicht. Meine Güte, meine beste Freundin heiratet heute ihren Traumprinzen. In einem Schloss. Jetzt hör mir mal gut zu, meine liebe Bella. Über mich kannst du erzählen und meinetwegen auch schreiben, was du willst. Aber wenn du meiner Schwester den schönsten Tag ihres Lebens vermiesst, an dem sie der glücklichste Mensch der Welt sein sollte, dann kriegst du Ärger mit mir. Ärger mit großem Ä und ganz viel Rilger hinten dran. Diese Räumlichkeiten, diese Accessoires. Wenn ich das meinen Saunafreundinnen erzähle. Alles so liebevoll gemacht, mit so viel Stil. Also, mir hat heute jemand einen Heiratsantrag gemacht. Nicht wahr? Ein Prinz. Ein echter Prinz aus Dubai. Oh, wie schön. Vanessa, draußen ist die gesamte Boulevardpresse versammelt und das Fernsehen. Dazu Größen aus Politik, Medien und Wirtschaft. Ich hoffe, du bist dir der Tragweite deiner Aktion voll und ganz bewusst. Also hör jetzt auf mit dem Theater und komm endlich da raus. Ich habe geträumt, Vanessa und Rex vom Traualtar. Sonnenaufgang am See, die ganze Landschaft wie in Honig getaucht. Kann sich irgendjemand in diesem Raum an eine Situation erinnern, in der das Hinzuziehen eines Mannes jemals irgendein Problem gelöst hätte? Nein! Das ist Vanessas Handtasche. Die Handtasche einer Frau ist der Spiegel ihrer Seele. Rita hat recht. In einer Damenhandtasche kann man lesen wie in einem offenen Buch. Ein Ladyfinger. Ein was? Ein Vibrator. Ein Mini-Vibrator. Ich muss ihn wohl heute in der Eile mit einem Lippenstift verwechselt und aus Versehen in die Tasche geworfen haben. Formschön, praktisch, schmutzt nicht, schmatzt nicht, stellt keine dummen Fragen und funktioniert auf Knopfdruck. Ich glaube, Vanessa will uns ein Rätsel aufgeben. Rätsel? Was denn für ein Rätsel? Die 7 Todsünden. Das sind wir. Jede von uns ist eine davon. Dann treffen wir uns in einer Viertelstunde wieder hier unten, um gemeinsam herauszufinden, wer welche Todsünde ist. Beeilung! Letzte Woche einen Streit zwischen Vanessa und Rex. Eifersucht, Geheule, Riesendrama. Vanessa, mein Schatz, es tut mir so unendlich leid, aber ich war so betrunken und sie war so verzweifelt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Deine Mutter, die hat meine Brosche geklaut. Langsam kommt er auf dich zu. Ihr steht euch gegenüber. Und langsam beginnt er, deine Brüste zu streicheln. Er schiebt seine Hand unter deinen Rock. Sein Gesicht ist ganz nah an deinem und du spürst seinen Atem heiß an deinem Hals. Wie oft im Leben passiert einem so etwas? Und wer würde sich das freiwillig entgehen lassen? Ihr alle! Todsünde, Hochmut. Aber selbst Frau Reimann, eine Dame vom höchsten Format, wie ich dachte, reitet wie von der Tarantel gestochen auf ihrem Vater. Pia? Oh, ja, mach schneller. Nimm mich, pack mich. Oh, wir haben keine Zeit. Gut. Armut ist kein Freibrief für Diebstahl. Aber Reichtum schon, oder wie? Todsünde, Habgier. Was soll schon los gewesen sein?
Betrogen hat er mich, der Hurenbock. Das ganze Dorf wusste es, dass er ein Verhältnis hatte mit der Bäckerin, mit der Fleischersfrau, mit dem Fischmädchen und jedes Jahr mit einem Dutzend Erntehelferinnen. Ein Schwangerschaftstest. Positiv. Von wem ist denn der? Von mir nicht. Näschen, das ist Vanessas. Noch 7 Minuten. Vielleicht hat sie sich deshalb eingeschlossen. Näschen! Näschen, das ist doch gar nicht schlimm. Mein Engel, ganz im Gegenteil. Wir freuen uns alle wie verrückt. Hörst du mich? Es ist meiner. Was? Mein Schwangerschaftstest. Mich hat's erwischt. Aber wer ist der Vater? Den kennt ihr alle. Wann hast du ihn uns vorgestellt? Ich nicht. Aber Vanessa. Wer? Es ist Rex. Rex? Mein Sohn Rex. Wer sonst? Und ich werde die Großmutter von der Wollust.